Moin, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man Forellen mit Grashüpfer fängt. Wo findet man die Grashüpfer am besten? Natürlich auf einer Wiese. Zufällig befinde ich mich gerade auf einer und wie man die kleinen Hüpfer fängt, zeige ich euch jetzt. Damit ich überhaupt erstmal anfangen kann zu sammeln, möchte ich euch gerne zeigen, wie ich mir immer ein Behältnis baue, damit mir die Grashüpfer nicht weghüpfen. Was ich dazu benötige, ist eine einfache PET-Flasche und eine Damenstrumpfhose. In diesem Fall von meiner Oma Käthe. Man kann aber auch die von seiner Frau oder seiner eigenen benutzen, wenn man denn welche trägt. So, als Werkzeug kommt eine Schere und ein Cuttermesser zum Einsatz. Mit dem Cuttermesser schneide ich mir das Behältnis auf die Größe, so wie ich es benötige. Dazu steche ich einfach hier oben in den Flaschenhals ein und ziehe einmal rum. So, dann nehme ich die Damenstrumpfhose, schneide hier einmal das Bein ab und stecke dann das Behältnis einfach in den Damenstrumpf rein. So, da das jetzt hier natürlich noch ein bisschen zu lang ist, trenne ich hier noch etwas ab, ungefähr auf die Länge. So, und das Schöne daran ist jetzt, ich kann meine Grashüpfer in das Behältnis reintun, kann dann mit meiner Hand hier reingreifen, kann mir meinen Grashüpfer herausnehmen und dadurch, dass das hier so eng anliegt, können die Grashüpfer nicht abhauen. Eins noch mal vorweg. Natürlich kann man auch Heuschrecken aus der Zoohandlung nehmen, aber ich habe mit unserem heimischen Grashüpfer die besten Erfahrungen gemacht. Darum mache ich mich jetzt ans Sammeln. So, den Gratisköder Grashüpfer habe ich jetzt in der Box und ich hoffe, dass sie mir morgen einige schöne Fische bringen. Guten Morgen, wir sind ja heute an der Fischerhütte in Winzenburg. Aufgrund der warmen Temperaturen stehen die Forellen als Einzelfischer in der Oberfläche und nehmen wahrscheinlich wenig Nahrung auf. Mal schauen, ob unsere selbstgesuchten Grashüpfer heute überzeugen können. Zur Montage. Ich fische eine Trema Float in 2 Gramm. Das reicht bei den kurzen Wurfdistanzen völlig aus. Diese fische ich als Durchlauf und danach kommt eine Pilotkugel, die dafür sorgt, dass der Wirbel getragen wird. Anschließend kommt das Vorfach, auf dem wiederum eine Pilotkugel sitzt. Und danach kommt der Haken. Mit der Pilotkugel auf dem Vorfach kann ich die Höhe variieren, wie weit der Köder absinken soll. Ich werde mit den Grashüpfern leicht absinkend angeln, könnte natürlich aber auch noch mit Schnurfett dafür sorgen, dass die Grashüpfer an der Oberfläche schwimmen. Und so beködere ich den Grashüpfer. Ich pieke kurz hinter den Flügeln mit meinem kleinen Haken, ich habe hier Hakengröße 12, pieke ich ein. Das sorgt dafür, dass der Grashüpfer sehr fest hält und auch möglichst lange zappelt. Jetzt geht's aber los. Hat gleich geklappt mit der ersten Grashüpferforelle. So kann es gerne weitergehen.
Mein Angeltag ist nun vorbei. Es waren heute sehr schwierige Bedingungen aufgrund des Wetters. Aber die Grasshüpfer haben mir einige schöne Fische gebracht und ich gehe zufrieden nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal.